Beruflich mit Hunden und Herrchen zu arbeiten, ist für viele sicher ein Traum. Doch nicht jeder darf damit tatsächlich auch sein Geld verdienen. Den Beruf Hundetrainer an sich gibt es nicht. Bei uns kann man ein Zertifikat zum Lehrgang besuchen. Das ist dann der Hundeerzieher und Verhaltensberater IHK. Und dieses Papier ist sehr wichtig, denn 2014 wurde das Tierschutzgesetz geändert. Professionelle Trainer müssen nachgewiesen wissen, was sie tun. Man muss seine Fähigkeiten und Kenntnisse als Sachkunde nachweisen können, wenn man das Ganze gewerblich machen möchte. Und es geht mit unserem Zertifikat. Ich habe 2012 meine Ausbildung als Tierpflegerin gemacht in einem Tierheim. Wir beherbergen so knapp 100 Hunde bei uns. Mittlerweile sind wir eher ein Tierheim für schwer vermittelbare Hunde. Das heißt, man sollte da ja schon eine gewisse gute Kenntnis haben. Und meine Chefin hat mir dann vor 2,5 Jahren das ermöglicht, eine Ausbildung zu machen als Hundetrainer hier bei der IHK. Bei uns haben sie eigentlich die perfekte Mischung aus Theorie und Praxis. Es gibt verschiedenste Angebote am Markt. Da muss man immer schauen, wie der Schwerpunkt gesetzt ist. Bei uns ist es recht ausgewogen zwischen Theorie und Praxis. Alle Teilnehmer, ob sie jetzt Vorerfahrungen schon mal haben oder nicht, die müssen immer einen gewissen Grad Praxis auch mitmachen. Das sind 300 Stunden Theorie und auch Praxis und sind damit eigentlich optimal vorbereitet. Mir war es aber besonders wichtig, dass ich wirklich eine vernünftige Kenntnis habe, gerade weil eben diese Ausbildung auch zertifiziert ist. Ich bin halt eben nicht nur so Larifari 2 Monate bei irgendeiner Vorbereitung, kriege ich dann ein Zettelchen in die Hand, ja, ich kann mich jetzt so Hundetrainer nennen. Ich sag mal so, ich brauche eine spezielle Kenntnis, gerade im Umgang mit gefährlichen Hunden. Und da ist meiner Meinung nach mittlerweile schon eine Ausbildung ziemlich dringend notwendig, weil ich halt eben auch gerade im Tierheim ziemlich viel falsch machen kann. Übrigens, eins kann man nicht lernen, das muss man von Haus aus mitbringen. Das Herz. Herz und Verstand. Und das Herz muss auch am rechten Fleck sein, gerade wenn man halt eben mit Tierheim und gerade auch mit gefährlichen Hunden zusammenarbeitet. Man sollte wirklich immer genau wissen, wann, wie und warum was passiert und sollte halt nicht immer den Hund dafür verantwortlich machen, wenn er falsch reagiert.